Ich bin Hauptfeldwebel Oliver Bender. 4 Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5, Truppführer in der Schutzkompanie und nun Videojournalist in der Redaktion der Bundeswehr. Mit dieser Serie möchte ich euch einen Einblick in die Bundeswehr geben. Wie wir in einem vorhergehenden Beitrag bereits gelernt haben, ist es hier oben im Gebirge von immenser Wichtigkeit, eine Sonnenbrille auf die Augen zu setzen, die uns dafür schützt, dass wir uns die Augen verblitzen. Ebenfalls eine Mütze, die vor Unterkühlung schützt. Was es sonst noch so an Ausrüstungstipps gibt und an Ausrüstungsgegenständen, das kann uns Toni verraten. Servus Toni. Hi Olli, schön, dass du da bist. Ja. Ja, das mit der Mütze und mit der Brille sieht ja schon ganz gut aus, aber dass wir militärisch korrekt unterwegs sind hier im alpinen Winter, sage ich mal, braucht man nur einen Schneetarnanzug. Das stimmt, du hebst dich auch schon gar nicht mehr so richtig vom Hintergrund ab. Ja. Ich dagegen schon. Hast du da vielleicht was da? Ach nee, das hätte ich da selbst mitbringen müssen, wa? Ja. Ich hab da mal was vorbereitet. Ich würde sagen, ich gehe mich mal umziehen, oder? Ja, dann machen wir das. Auf geht's. So Toni, ich habe jetzt alles angezogen. Ja Olli, das war gut gemeint. Ja, das wäre okay, wenn wir eine Pause oder einen Biwak machen würden. Aber wenn wir uns doch noch bewegen wollen, dann ist ein bisschen viel Kleidung. Gell? Ja. Also ich würde jetzt vorschlagen, du ziehst jetzt wieder ein bisschen was aus. Ja, und dann schauen wir uns die Ausrüstung nochmal genauer an. Okay, ja? Da bin ich nochmal weg. Olli? Olli? Ah, ihr habt hier eben meine Ausrüstung vorbereitet. Ja, super. Also ich denke, ihr habt gesehen, was es für einen Riesenunterschied macht, wenn man dann die geeignete Kleidung anhat. Super, Toni, herzlichen Dank. So, dann schauen wir uns mal die Ausrüstung an. Also, wenn wir abseits von gesicherten Pisten unterwegs sind, brauchen wir zum einen ein lawinenverschütteten Suchgerät, VS-Gerät abgekürzt. Dieses Gerät ist dafür da, dass sie A, gefunden wird und einmal einen finden kann. Wichtig ist, dass man das Gerät unten trägt, quasi so wie ich. Ich habe das jetzt zum Beispiel hier mal vorbereitet, dass das als unterste Schicht quasi am Körper getragen wird und nicht im Rucksack oder ganz oben drauf. Dass, wenn man direkt verschüttet wird oder was, dass es halt nicht irgendwie abgerissen wird durch die Lawine, genau, sondern direkt am Körper hängt. Als nächstes brauchen wir dann hier die Sonde, dass wir einfach sehen, wo der Verschüttete dann auch wirklich ist. Die wirft man quasi einfach auseinander. Oder so wie so ein Zeltgestänge. Ja, genau. Genau, dann wird das hier fixiert. Mhm. Und hier nochmal hinter sich. Und ich habe hier auch eine Längenangabe. Da hat man dann jetzt hier überall noch so kleine Teilstriche drauf? Ja, genau. Und da ist es so, dass wenn ich dann so sondiert habe und dann sehe, genau an den Zahlen sehe, wie tief ist jetzt derjenige verschüttet. Weiter. Und dass ich natürlich da nicht mit Hand graben muss, sondern dass ich den dann auch rausbringe, habe ich hier meine Schaufel nur dabei, wo ich denjenigen dann ausgraben kann. Okay. Das ist die Ausrüstung, die dann wirklich jeder Soldat im alpinen Gelände immer mit bei sich trägt? Immer dabei haben muss, genau. Okay. Lass uns üben. Auf geht's. Ja, Signalsuche, Grobsuche, Feinsuche, ganz schön viel Stoff auf einmal. Das alleine würde schon den Beitrag füllen. Falls euch das Thema interessiert, schreibt es in die Kommentare, ja, und lasst es uns einfach wissen. Ja, Toni, so viel zur Theorie. Wie geht's weiter? Ja, jetzt üben wir das Ganze praktisch. Du kriegst von mir das VS-Gerät. Die Sonde hast du in der Hand. Ja. Dann gehen wir davor und dann geht's dir hin. Attacke. Auf geht's. Nach einer langen und beschwerlichen Suche befinde ich mich jetzt endlich in der Feindsuche. Das bedeutet, ich konnte mein Ziel etwas näher eingrenzen, um genau zu sein auf 1 Meter. Und das machen wir jetzt auch noch. Wenn wir den Bereich eingegrenzt haben, dann können wir in dem Bereich anfangen mit Sondieren.
Das fühlt sich nach einem Treffer an. Wenn wir einen Treffer haben, dann lassen wir in dem Bereich die Sonde stecken und dann können wir anfangen mit Schaufeln. Ja, nur zum Schaufeln brauchen wir eine Schaufel. Mist. Ah! Ja, diesmal war es zum Glück nur ein Rucksack, trotzdem ein wahnsinnig interessanter Tag. Wir haben heute kennengelernt, die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir uns draußen im Gelände warm halten können, was zweckmäßig ist an Ausrüstung und was man auf jeden Fall immer mit dabei haben sollte. Wir haben des Weiteren kennengelernt, wie das lawinenverschütteten Suchgerät richtig funktioniert. Toni, Mensch, hab recht herzlichen Dank für den kleinen Einblick. Das war's von meiner Seite aus dem Gebirge, aus dem Schnee, Hauptfeldwebelbänder. Ich melde mich ab. Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Kein Problem, ab damit in die Kommentare. Ach ja, und folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.